Wegen meiner Karriere, Hillary litt an Essstörung. Hillary Duff, 35, schockt mit einem Eichengeständnis. Ihren großen Durchbruch im Schauspielbusiness schaffte die Blondine bereits als Teenie, mit ihren Rollen in Les Enquirer oder im Dutzend Billiger wurde sie weltberühmt und galt jahrelang als Teenie-Idol. Fast 20 Jahre nach ihren ersten großen Erfolgen offenbarte sie jetzt allerdings die Schattenseiten einer frühen Karriere. Hillary litt als Jugendliche an einer Essstörung. In einem Interview mit Women's Health Australia verriet die 35-Jährige, dass sie sich als Teenstar ständig mit anderen verglichen hatte. Wegen meiner Karriere habe ich immer gedacht, ich stehe vor der Kamera und Schauspielerinnen sind dünn. Es war entsetzlich. Mit der Zeit habe Hillary aber gelernt, sich und ihren Körper zu lieben, ich weiß meine Gesundheit zu schätzen. Punkt. Ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich mich gut fühle und die ähnliche Ansichten über Gesundheit und Körperbewusstsein haben. Anführungszeichen. Aktuell steht die Ex von Aaron Carter, römisches Kreuz, 34, für die Sitcom How I Met Your Father vor der Kamera. Aber nicht nur beruflich läuft es für Hillary gut, auch privat hat sie ihr kleines Familienglück gefunden. 2012 wurde die Gossip Girl-Darstellerin zum ersten Mal Mama eines kleinen Sohnes. Mit ihrem Partner Matthew Kummer bekam die Beauty dann ihre beiden Töchter Banks Violet, 4, und Mae James. 2019 besiegelten die beiden Turteltauben ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit.